Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe letzte Woche mit dem Review Montag begonnen und das möchte ich gerne weiterführen, weil ich finde, man braucht Produkte nicht so schnell auf, aber man möchte euch einfach mal sagen, wie finde ich das Produkt? Ich möchte es sehr, sehr gerne weitergeben. Ja, da habe ich mir gedacht, was passt besser als einfach Produkte schon mal zu reviewen, die noch nicht aufgebraucht sind, aber halt einfach schon fest in meine Routine mit eingewandert sind und ich sehr, sehr gerne mag. Also ich habe jetzt hier Produkte eigentlich auch nur, die ich gerne mag. Also es ist jetzt kein Flop-Produkt dabei. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Als erstes habe ich hier von Goldwell ein Produkt. Und das hatte ich mal in einer Box, die ich gratis bekommen habe. Ich glaube, das Edited Inside oder so hieß das. Und da war das drinne. Und zwar ist es von Goldwell, das Just Smooth, so eine Lotion. Und zwar kann man sich die einfach hier so reingeben. Die macht diese Haare sehr, sehr weich und die verhindert halt auch, dass Friss entsteht, beziehungsweise lässt halt die Haare schöner ausschauen, wenn Friss auch drin ist schon. Und da finde ich das Produkt sehr, sehr gut. Und es ist halt einfach, wie gesagt, eine Creme, die man sich unten in die Haare reingibt. Man kann es auch hier oben leicht mit reintun. Es ist sehr ergiebig, also man braucht sehr, sehr wenig davon. Also so eine Erbsengröße vom Produkt reicht vollkommen aus. Gut in den Händen verteilen und dann einfach reingeben und das Ergebnis ist richtig super. Man braucht, also ich brauche dann kein Haarspray, also die Haare bleiben, wo sie hin sollen. Und deswegen mag ich das Produkt sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier ein Produkt von Nivea und zwar ist das die Body Lotion Sensual Pflegelotion Kirschblüte und Jojobaöl. Und der Duft ist so angenehm und ich hatte ja mal in dieser Box vom letzten Jahr diese mit Pfirsich drinne und die war so genial und die habe ich wirklich aufgebracht. Es ist wirklich, Body Lotion stehen bei mir teilweise echt sehr, sehr lange, weil ich mich selten eincreme, aber mit der Creme finde ich, macht es extrem Spaß und sie duftet richtig gut. Sie duftet den ganzen Tag, man hat den ganzen Tag so einen leichten Duft von dieser Creme und sie pflegt auch sehr, sehr gut und sie zieht schnell ein, wenn man sich in der Früh duscht und danach eincremt, zieht sie wirklich schön schnell ein. Und also die Creme mag ich sehr, sehr gerne und werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, sollte diese bald leer gehen. Dann hatte ich in meiner letzten Barbara-Box dieses Ultrason Face Produkt dabei. Und zwar ist das Overnight Summer Skin Recovery Mask. Schnell einziehende, erholsame Maske mit Hyaluronsäure und Braunalgenextrakt. Und also man muss dazu sagen, der Geruch ist überhaupt nicht meins. Also überhaupt nicht toll. Allerdings verzieht der sehr, sehr schnell. Sie zieht sehr, sehr schnell ein. Und sie macht wirklich ein tolles, tolles Hautbild. Also gefällt mir richtig, richtig gut und versorgt halt auch wirklich die Haut mit Feuchtigkeit. Und ja, also das Produkt hat mich auf jeden Fall überzeugt. Dann habe ich mir hier von Maui Moisture das Ficken und Restore Bamboo Fiber Blowout Mist geholt. For Weak and Brittle Hair. Und hier hinten steht auch nochmal drauf. Maui Moisture beginnt mit einer einzigartigen Mischung mit Aloe Vera Saft und ist mit reiner Kokosnusswasser infundiert. Okay. Die Ergebnisse: feuchtigkeitsspendende Strähnen und ein gesundes Aussehen bei jedem Gebrauch. Also Gebrauchsanweisung: leicht ins gewaschene Handtuch trockene Haar, für extra Volumen das Haar kopfüber mit einer Rundbürste föhnen, nicht auswaschen. Also ich habe es auch heute drinne und ich habe wirklich das Problem, dass meine Haare recht platt sind. Und was halt dieses Spray macht, also es gibt halt mehr Griffigkeit in die Haare und man kann halt wirklich hier schön reingehen und hat wieder Volumen drinne. Also ich finde das echt super und man hat halt wirklich griffige Haare. Also ich habe ja auch sehr, sehr feines Haar, was sehr, sehr schnell irgendwie irgendwo verschwindet. Und durch dieses Spray schaut es ein bisschen voluminöser aus und da finde ich das echt klasse. Und mag ich wirklich sehr, sehr gerne und finde ich echt ein Top-Produkt. Und ich bin froh, dass ich mir das letztens mitgenommen habe.
Ja, weil seitdem, nach jedem Waschen, kommt es mit rein. Und ich wasche meine Haare nur alle 2 Tage. Und da ist es halt auch so, dass ich, also am ersten Tag habe ich meine Haare meistens offen und am zweiten Tag habe ich meistens einen Pferdeschwanz. Und dadurch, dass ich es am Vortag schon mit dem Spray behandelt habe und geföhnt habe, wirken die Haare etwas voller und der Pferdeschwanz schaut halt auch einfach etwas schöner aus. Und deswegen, also absolutes Favoritenprodukt von mir momentan. Also mag ich sehr, sehr gerne und für alle Mädels mit flachem, platten Haar, schaut euch das mal an. Also ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, dann haben wir, dann haben wir hier von BH Cosmetics ein Studio Pro Puder und zwar in der Farbe 205. Also im Sommer war sie mir ein bisschen zu hell, mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Und also das ist dieses Produkt hier und das habe ich auch schon gut gebraucht. Und was halt an diesem Puder sehr, sehr schön ist, es ist sehr, sehr fein. Und es hat so einen richtigen Weichzeichner-Effekt. Also mag ich echt sehr, sehr gerne und ja, bestelle ich mir auf jeden Fall nach. Also das finde ich richtig, richtig gut. Und was halt auch schön ist, es setzt sich halt nicht in den Fältchen irgendwie unschön ab. Also das Puder von BH Cosmetics, schaut es euch mal an. Ich glaube, das liegt bei 5, 6 Euro oder so. Also wirklich auch nicht teuer. Und da gibt es verschiedenste Farbvarianten. Und deswegen, also das kann ich nur weiterempfehlen. Dann haben wir hier auch eine Mascara und zwar ist es von L'Oreal, die Paradise Ecstatic Mascara. Und also ich muss echt sagen, dass ich die klasse finde. Das hat dieses Bürstchen hier. Also am Anfang, wenn man die frisch aufmacht, ist die wirklich ein bisschen nass. Allerdings gibt sich das recht schnell und ich finde die halt einfach echt mega und ich habe auch heute auf die Wimpern wieder diese Mascara drauf und ich mag die echt sehr, sehr gerne und ist momentan wirklich nicht aus meinem Alltag wegzudenken. Also ich benutze die jeden Tag und ich finde die echt mega gut. Ja, ihr Lieben, meine Speicherkarte ist gleich voll, deswegen mache ich es ganz kurz. Das waren jetzt alle Produkte für diesen Montag. Nächsten Montag geht es auf jeden Fall weiter. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr die Produkte auch habt und was ihr von den Produkten haltet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!